Willkommen Leute zur nächsten Runde von Legends of Runeterra. Wir spielen weiter und ich glaube, ich mache jetzt einmal schnell die Einführung zu Ende. Dann haben wir das hinter uns. Ich muss nur noch eine Sache machen: eiskalt erwischt. Selbst der stärkste Gegner oder die stärksten Gegner lassen sich mit Einfrieren außer Gefecht setzen. Überlebe und setze zum Gegenangriff an. Ist halt nur ein KI-Game, also nicht wundern. So. Dann gucken wir uns das mal an. Wir spielen Freljord. Verwende Einfrieren, um den Nexus diese Runde zu beschützen. Okay. So, er greift an mit 7. Wir wären theoretisch tot, wenn wir nicht irgendwas machen würden. Und wir sagen hier, er soll den einfrieren. Jetzt seine Stärke wird auf 0 gesetzt. Er greift doch nicht mal an. Einfrieren kann mächtige Gegner effektiv neutralisieren. So, verwende Einfrieren, um den Gegner zu verlangsamen und deinen Nexus diese Runde zu beschützen. Du wirst untergehen. Okay. Da du den Flussformer davon abgehalten hast, eine Karte zu ziehen, konnte der Gegner dich nicht besiegen. Und man kann auch Leuten die Taktik quasi wegnehmen, indem sie quasi jetzt eine Karte gezogen hätten oder irgendein Anreiz stärker geworden wäre. Finde einen tödliche einfrierenden Kombo, mit der du in dieser Runde den gegnerischen Einheit besiegst. Ausspielen, friere einen Gegner ein. Töte alle Gegner mit Stärke 0 und friere alle Gegner ein. Ja, warte mal, dann spielen wir Pfeile im Anschlag! So, warte mal. Ich dachte, ich kann ausspielen. Friere einen Gegner ein. Langsam zu können außerhalb von Kämpfen und anderen zusammen gerückt werden. Der Gegner kann reagieren. Ich hätte den gern gewirkt. Ja. Das war falsch. Okay, müssen wir mal gucken. Machen wir den mal zuerst. Dann machen wir den. Hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil hier steht. Achso. Ich bin dran! Achso, ich bin ja schon bei dran. Okay. Ach, der war schon auf meinem Feld, der war nicht mal. Den musste ich nicht mehr spielen. Ah, Einfrieren kann mit vielen verschiedenen Karten. Jetzt verstanden. Ah, okay. Okay. Der war nicht auf meiner Hand quasi. Ich habe den schon gespielt. Deswegen hat mich verwirrt. So, dann haben wir den Prolog eigentlich geschafft. So, und jetzt ist die Frage. Ja, es zählt immer noch als Prolog. Wir müssen jetzt einfach nur noch ein bisschen spielen. Das heißt, wir spielen jetzt einfach mal gegen Gegner. Und ich nehme einfach mal. Bei Karma hatte ich mehrere Champions. Ich nehme mal hier mit Karma das Deck. Einfach mal gucken. Vielleicht bin ich noch zu neu, um jetzt hier selbst ein Deck zu machen. Ich weiß wirklich nicht, was jetzt gute Kombos sind und was nicht. Müsste ich mich mal in der Theorie informieren. Der hat hier auf jeden Fall schon mal 4 Champions.
Und dann gucken wir einfach mal, wir spielen gegen V-Mad. Das sieht doch eigentlich gar nicht so bad aus. Lass es mal. Ich bin zuerst dran. Der Einer wäre natürlich besser gewesen. Aber wie gesagt, wir kriegen ja auch Erfahrung, wenn wir nicht gewinnen sollten. Von daher alles gut. Auf jeden Fall hat er ein paar Champions mehr als ich. Gucken, ob er was spielen kann. Nee. Eine Feldstudie? Wie aufregend! Wir können uns hier wieder ein bisschen Mana sparen dadurch. Hier ein Zauber. Kann nicht abgewehrt werden. Festhalten, Fellknäuel! Hey! Ob er jetzt was spielt, mal gucken. Wir hätten sogar noch genug Mana für das Ding hier. Ein Duft liegt hier in der Luft. Die Runde. Also mein Zauber ist zuerst dran und seiner. Ich bin zwar dagegen, aber ist nicht so schlimm, aber 3 Mana. Ich weiß jetzt nicht, ob es worth war. Ich hätte es eigentlich nehmen wollen, um ihn hier rauszukriegen. Er überlegen, was er macht, aber obwohl er hat noch 3 Mana, könnte immer noch irgendwas spielen. Die haben Lebensraub. Ein wenig. Nur ein Schaden mehr. Ich könnte ihn hier spielen und ihn zu einem 2-5er machen, damit könnte ich ihn vielleicht kaputt hauen. Ich hatte auch nicht gemerkt, dass er dran war, ich weiß es nicht. Testen wir meine Theorie. Also den kann er eh nicht abwehren und wenn er hier den tradet, ist okay. Mal gucken. Ja, das ist ein Dreier gegen eine Einser-Unit und die tradet den raus, ist immer gut. Kälte ist hier nicht die einzige Gefahr. Das ist okay. Oh, ich hab eh keine Ahnung. Wir haben wenigstens schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Also diesmal ist eher eine Angriffsrunde. Direkt erschlägt beim Angriff vor der Abwehr zu. Wir können hier auch Zed reinmachen, ne? Meine Schatten noch nicht haben, bin ich nächste 2-mal getroffen. So, er ist dran. Ich weiß nicht, ob er es lebt oder schon AFK ist. Ich bin wirklich hier. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Bums rauf. Sicherheitsmodus? Ha! Hab keinen eingebaut! So, ich hoffe mal, dass ich das richtig interpretiere und Direktangriff vor der Abwehr zu. Ja, nur beim Angriff. Okay, ich gebe mit der mein Bestes! Abwehren. Ja, ich
Ich brauche auf jeden Fall mal den tankigeren Typ hier. Diesen geschuppten Schnapper. Okay. Mal die drei ein hier. Nur für die Runde. Ja, dann geht's wieder zurück. Das ist okay. So, jetzt hat sie direkt angegriffen. Deswegen ist sie hier auch so elektrisiert. Wir haben 5. Danach greife ich mit den beiden hier an. Den dürfte eigentlich nicht verteidigen können. Und die müsste vorher attackieren. Wenn er die reinschickt gegen sie, dann stirbt sie vorher. Und die müsste eigentlich überleben. Wenn ich das so richtig verstehe. Ja, deswegen leuchtet sie hier auch so komisch. Ich weiß nicht, ob der Typ ist. Nein, mein Herz und mein Schwert für die Mafia. Garen ist natürlich ein bisschen anders. Volles Tempo voraus! Das, die würde trotzdem sterben. Ich schicke die trotzdem mal. Nee. Und vielleicht macht sie trotzdem, macht er trotzdem den Fehler und schickt die eine gegen die rein. Ich bin bereit! Aber gut, dann hauen wir Garen hin. Dürfen wir nicht versuchen, dass der hier auflevelt. Der muss nur noch einmal angreifen. Ich könnte ihn hier vielleicht auch wegmachen. Schade, wo kann ich jetzt sehen, was er gemacht hat? Gewährt einen verletzten Verbündeten? Ist natürlich heftig. Bleibt entschlossen! Oh, und der heilt sich ja immer nach oben, stimmt. Das ist Garens Passive hier, seine Erholung. Ah, oh, das habe ich vergessen. Ah. Okay, wir sind jetzt bei 8, wir könnten ihn auch töten. Nur ein langsamer Zauber, den könnte er immer noch verändern. Ich muss das machen. Du kannst das Mana verschwenden. Die Mafia wird triumphieren. Okay, das ist gut. Ich könnte nur mit dem zum Angriff. Oro angreifen, okay. Okay, das nehme ich in Kauf. So, jetzt packen wir auch mal einen Champion rein hier. Jetzt haben wir nämlich 6 Mana, jetzt können wir die beiden hier reinhauen. Und dann haben wir Zed mit. Sperr ihn durch! Schreibe dich den Schatten. Das ist leider nur eine 3-2er-Einheit. Echt nicht schön. Er erschafft einen Schatten, wenn er angreift. Gestorbenen Verbündeten, Alter. Okay, warte mal. Machen wir den mal noch mit rein. Wasser hat viele Formen. So, wollen wir angreifen?
Auf geht's! Den dürfte eigentlich nicht abwehren können. Wir brauchen jetzt Mana. Wie gesagt, den großen kriege ich eigentlich weg. Sollte nicht das Problem sein. Versuche ich auch mit denen einfach immer nur abzuwehren. Stärke in Anmut, Schönheit in der Klinge. Hier ist der jetzt auch unbegreifbar. Ich muss den hier weghauen. Dann habe ich nur 6. Scheiße. Mal gucken. Gegen ein Loh? So. Den können wir töten. Den müssen wir greif an, wir formieren uns neu. Den töten wir. Ich muss überlegen, ob ich Zed einfach töte. Ich bin ein wahrer Meister. Auf. Ein Geschenk vom Flussvolk. Was? Ich trotzdem sogar noch den Zauber. So, den müssen wir auf jeden Fall wegkriegen hier. Ich habe nur noch 8 Leben. Stärke in Anmut, Schönheit in der Klinge. Er hat aber keine Karten mehr. Der nicht geht. Vogel abgeschossen. Die Sonne lacht. Das sollten Look. Wir auch. Nee. So, warte mal, wenn ich jetzt. Jetzt habe ich nur noch 8. Tempo voraus! Ah,
das war dumm, den töten. Ich mal so. Ich will ihre Barriere wegkriegen. Lux hat hier so eine Barriere mit drin. Verhindert den nächsten Schaden, den die Einheit erleiden würde, hält eine Runde lang. Das ist mein Gegner. Leuchte mit mir. So, aber er kriegt jetzt ordentlich Schaden noch und ich habe nur noch einen Typi zum Verteidigen. Jetzt ist die Barriere weg. Ich habe natürlich auch keine Karten mehr, ne? Aber ich habe ein besseres Feld, würde ich wetten. Und eigentlich muss ich nur mit einem von den beiden angreifen, denn nachher. Wir gucken, dass wir den Angriff jetzt noch überleben. Ah, ja, ja, ja. Ich verlange Genugtuung! So. Das ist nicht so schlimm. Aha! Okay, das ist schlimm. Nehmen mal Lux weg. Wie gesagt, die zwei Schaden reichen eigentlich. Hätte ich gehen können, ne? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Dann wäre der noch gestorben. Jetzt Overkill, aber. So mehr Mana kosten? Nice. Okay. Ah, fast voll. Schade. Aber den Tresor haben wir geschafft. Was auch immer das nachher bedeutet. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Prolog ist fast fertig. Würde ich sagen, wir zocken noch einmal. Ich nehme mal. Hier mit Elise war das ja, ne? Ja, ach komm. Ich hab noch mit dem hier. Auch nochmal gegen den Spieler. Der spielt Freljord. Ich kenn die Symbole noch nicht. Ich weiß, dass das hier Freljord ist. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Töte einen Verbündeten. Und Jungspinne. Machen wir den noch weg hier. Ich brauche nur die Einheiten. Das ist keine gute Hand hier. Keine gute Hand. Ich kann hier eine Jungspinne. Schwören, das war's aber auch. Schwer ihn durch! So, was anderes kann ich nicht machen. Nicht unbedingt bei Zauber werden, aber ich brauche irgendwas auf der Hand hier. Ich kann immer noch nichts machen. Aber ich kann angreifen. Ich sage und schreibe einen Schaden. Juhu. Ah, diese blöde Starthand hier, muss ich sagen. Aber das könnte man im Deck noch natürlich ein bisschen besser einstellen. So. So, hier haben wir jetzt endlich mal was. Zähne so groß wie Grabsteine.
Die natürlich cool ist hier. Ja. Das sieht doch schon besser aus. Spielen wir danach die hier. Er hat auch nicht angegriffen. Nice. Das ist schon etwas heftiger hier. Weil die haben alle nur ein Leben, ne? Wenn er irgendeinen Zauber hat, der einen Schaden an allen macht. Ah, naja, guckt euch das an. Das ist denn natürlich heftig, ne? Hm. Mal trotzdem angreifen. Ah, das war schon heftig, ey. Das ist natürlich der Nachteil an diesen dämlichen Spinnen. Los geht's! Verdau mich. Wir können natürlich versuchen, das Ganze nochmal zu machen. Können wir irgendwie in eine Falle locken? Mal gucken. Du musst mir glauben! Er hat auch keinen Mana mehr. Zauber vor dem Angriff? Ich glaube. Oder? Ja. Ich komme dich holen! So, jetzt hat er natürlich noch den Braum nahe zu stehen. Dann greifen wir erstmal an. Es war groß wie ein Berg, mit Eis bedeckt. Wenn drei Verbündete in dieser Runde gestorben sind, beschwöre bla. Wir greifen mal an. Ich brauche auch Platz auf dem Board, wenn ich die hier spiele. Ich glaube, man kann bloß 6 Units, glaube ich, auf dem Board legen. 5 oder 6? Ja, bin ich sicher. So, der wird jetzt, denke ich, mal abwehren. Hilfe ist unterwegs!
Sie kommen! Sie kommen! Ich glaube, der macht es andersrum, aber gut. So, eins haben wir verloren. So, das bringt nichts. Nehmen wir uns das Mana auf. Ach, der hat auch seine Heilung, ne? Okay. Sind jetzt echt voll mit Mana. Viele Stämme unter einem Banner. Ich glaube nämlich, mein Board ist zu voll. Guck mal. Hat auch noch so viele Karten, ey. Es gibt auch Zauber, die andere Zauber zerstören, ne? Das wäre dann natürlich schade um die 6 Mana. Ey. Ah, oh. Den tötet er noch, okay, das ist okay. Das hat mir sogar Platz gemacht auf dem Board. Okay, wir haben jetzt sogar noch 5 Mana. Wir könnten quasi jemanden noch töten mit den beiden. Okay. Oder wir machen das hier und kriegen so einen Engelschlund. 6-6er, Komm doch rein! Gute Zeiten, gute Freunde, besser geht's nicht! So, dann würde ich vorschlagen, wir greifen mal. Ups, wir haben keine Angriffsmarke. Okay. So, hier haben wir Elise. Die müsste sogar eine Stufe aufsteigen dann, oder? Komm näher. Ich beiße nicht. Zu Runden beginnen. Oh, wir dürfen jetzt nicht mehr als 3 killen. Okay. Ich muss aber mal angreifen. Kann auch sein, dass sie hier gleich wieder stirbt, aber ich habe hier noch die Dinger zur Auswahl. Ich muss den Braum loswerden. Ich glaube, sie will ich eigentlich nicht opfern. Mal gucken, ob wir sie noch hochkriegen. Jetzt lassen wir mal machen und dann gucken wir mal, entweder wir können alle einen Schaden zufügen oder wir konzentrieren uns lieber auf einen und fügen denen noch 3 Schaden zu, je nachdem wie er jetzt abwehrt. Raum hilft, Freund! Das Raum könnten wir töten, die ist auf jeden Fall tot. Verrammelt die Türen! In der nächsten Runde könnten wir den noch mit töten. Reden wir über deine Rechnung. Okay. Ich glaube, ich töte erstmal Braum. Assi. Kann das sogar mitmachen. Komm, wir hauen alles raus, aber dann haben wir... Ich mach lieber den Enkelschlund. Ich hoffe, ich kann es noch machen. Ich hoffe, ich kann es noch machen, weil es sind 3 Leute gekillt worden. Dass ich das vorher machen sollen. Nee, ich weiß nicht. Ich hoffe, es zählt. Nice.
So, die sterben nächste Runde auf jeden Fall durch das hier. Dann muss ich nur den hier noch irgendwie killen. Erstmal den hier. Und killen da die beiden Dudes. Dann sieht es wieder ein bisschen aus wie. Aber ich habe keine Karten. Der hat hier noch 20.000 Karten. Ah, verdammt. Schließt jetzt ab! So. Den alle abwehren. Du musst mir glauben! Du und deine Geschichte! Du hast ein echt starkes Deck. Machen wir den noch mit rein hier. Ich grüße dich! Ihr Vierer. Heute kämpfen wir vereint! Der geht aufs Haus! So, warte mal. Erst musst du an denen hier vorbei. Hat der normale Einfluss da? Bis zum Ende. Kommt nächstes Mal wieder. Okay. Das Ei, hat es sich bewegt? Das ist natürlich nicht so cool. Ja, jetzt müssen wir angreifen. Wir müssen irgendwie... Keine Karten. Der hat nur so viele Karten. Warum hat der nur so viele Karten? Ach, verschiedene. Weil hat der nicht so viel, dann hätte er den nicht angreifen können. Oxianische Stärke! Ja, ich muss angreifen, das bringt nichts. Also jetzt hätte man mit Abwehr vielleicht auch ein bisschen besser reintraden können, aber er hat noch so viele Karten. Ja, irgendeine Karte mit, wie gesagt, einem Zauber, einen Schaden, dann wäre der hier weg. Dann wären die 6 Angriffe auch für den Arsch. Wo nehme ich jetzt wenigstens vielleicht noch einen mit? Und wenn es nur der ist. Oh, er hat extra Damage, okay. Wenn ich jetzt natürlich einen Zauber kriege mit einem Schaden, wäre das natürlich für ihn sehr ärgerlich. Der wird hier immer stärker, der Typ, wenn man den nicht killt. Oh, fuck, ey. Ich mache an allen einen Schaden, das ist natürlich frische Spuren. Das kann nicht wahr sein. Das kann auch nicht wahr sein. Aber hätte der nicht 1-1, ey. Aber jetzt nehmen wir ihn auch den großen weg. Aber er hat ja natürlich ein 10-mal besseres Board, ne? Das darf ich nicht verfehlen. Ich kann nichts machen. Jetzt muss ich hoffen, dass ich hier irgendeine coole Karte ziehe. Ich noch Darius, aber bei ihm kann ich mitnehmen hier. Ich hab Beziehung. Und ich krieg noch. Aber es sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was war das? Kommt ein bisschen spät. Hätten wir die vorher gehabt, ey. Holy shit. Eieiei. Noch
1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Ich glaube, mehr kann man nicht haben. Das sieht nicht gut aus. Kann man hier aufgeben? Da hat er gut gespielt. Ja, die haben halt ziemlich beefige Einheiten mit diesen Frailyard-Spieß. Aber es reicht genau, um das hier freizuschalten. Nice. Also wir machen die Belohnung auf. Dann müsste der Prolog eigentlich fertig sein. Ne? Gucken wir mal. Wir haben Yasuo bekommen. Und eine epische Wildcard. Das ist richtig gut. Alter, 9 Mana. Rufe 3 Gegner zurück. Oh lol. Die Champions von Ionia haben deine Hingabe bemerkt. Ändere die aktive Region jederzeit. Wir sind jetzt bei Ionia. Hier können wir die Region ändern. Das heißt, man kann hier super viel freischalten. Guckt euch das an, ey. Gehen wir mal auf Demacia. Wenn wir die nächste Runde spielen, haben wir überhaupt ein Demacia-Dings? Nee, ne? Doch, das ist Demacia, ist hier mit bei. Okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut rein. Ich guck mal, ob ich mir irgendwie ein cooles Deck zusammenstellen kann. Vielleicht nur aus Demacia, mal gucken. Und dann werden wir auf jeden Fall noch eine Runde weiterspielen, beziehungsweise sehr viele Runden. Also das Game ist frisch draußen. Ihr müsstet jetzt eigentlich auch alle spielen können. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, immer ruhig rein in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.